Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sternenschweif. Ja, ich möchte mich erstmal einmal entschuldigen, dass es mit dem Ton im letzten Video nicht richtig hingehauen hat. Ich war eigentlich mit der Aufnahmequalität nicht zufrieden und wollte sie verbessern, aber scheinbar hat mich Camtasia überlistet. Also bei den Probeaufnahmen hat es immer alles wunderbar geklappt, aber naja, wie das so ist. Von daher machen wir jetzt mit den ursprünglichen Einstellungen einfach weiter. Leider habe ich ja auch den Gashok-Spielstand übergespeichert, von daher kann ich das letzte Video nicht nochmal wiederholen. Egal, wir befinden uns wieder im Gashok, wie ihr sehen könnt, und wir haben Atherion, den Müller, gefunden, der uns gebeten hat, Rache für ihn zu nehmen, für das, was man ihm angetan hat. Und Drondran hat sich mit einem Erzfeind seiner Familie, dem Baron von Meeresfeld, oder ja, Meeresfeld hieß er, glaube ich, duelliert und ihn natürlich bezwungen. So, und es sollen hier irgendwelche Auswärtigen in die Stadt gezogen sein, die, ja, als Scharfmacher der Bandstrahler fungieren, und Galanje weiß darüber mehr, laut Atherion. Dann wollen wir sie doch mal nach Auswärtigen fragen. Könnt ihr uns sagen, welche Einwohner Gashoks in letzter Zeit zugezogen sind? Oh ja, ich erinnere mich. Da waren zwei Fremde, die hier hingezogen sind. Beide im selben Frühjahr. Das war schon seltsam. Hier verschlägt es sonst nur selten Leute her, wisst ihr? Und dann gleich zwei? Das ist seitdem auch nicht wieder vorgekommen. Halt! Ist es doch. Dieser von Kuslik, der wollte hier irgendetwas erforschen. Aber der ist hier nie richtig warm geworden. Von Kuslik. Notiere ich mal kurz. VH von Kuslik. Ihr wisst nicht zufällig, wo dieser Herr von Kuslik zu finden ist? Ich weiß nicht, ob der hier noch wohnt oder wieder weggegangen ist. Früher hat er zwei Häuser neben der Taverne Tag und Nacht gewohnt. Ich will ja nicht unfreundlich sein, aber meine Zeit ist kostbar. Ja, unsere auch. Tag und Nacht. Dann wollen wir doch mal nach der Taverne Tag und Nacht suchen. Ich glaube, die müsste hier unten irgendwo sein. Diese hier vielleicht. Ja. So, zwei Häuser weiter. Hier? Nee. Hier? Erhild Hesindel. Es gibt merkwürdige Leute hier in Gashok. Noch nicht lange. Man munkelt so einiges. Nehmt euch in Acht. Ja, hab Dank. Das wissen wir bereits. Hier vielleicht. Rohel Gumbaldson. Oh, welch eine Ehre, werte Reisende. Gäste in meinem bescheidenen Heim. Ach, ihr wollt gar nicht bei mir verweilen? Nee, verehrte Dame. Willst du denn hier rein? Nee. Hier? Ah, okay. Na, wo ist denn... Wieder entdeckt ihr einen Aushang an einer Hauswand, auf dem steht, dieses Mal, esst lieber doch nicht mehr Käsetoast. Ja. Hauptsache, die Entwickler haben Spaß. So, wo ist denn jetzt hier... Wo wohnt er denn, der von Kuslik? Viel Besuch, viel Ehre. Mhm. Oh. Hiruya Inha. Früher war Gashok ein ruhiges Städtchen. Erst seit die vielen Fremden hier sind, geschieht immer wieder etwas. Na. Ist ja ein Skandal. Ah! Auf euer Klopfen öffnet euch ein gebeugter, hagerer Mann die Tür. Ihr wünscht? Seid ihr Walpur von Kuslik? Na und? Wir suchen nach einem zugezogenen, ehrenhaften Bürger. Außer euch, versteht sich, haha. Was habt ihr mit dem Bandstrahlorden zu schaffen? Nichts, guten Tag. Was wollt ihr schon wieder? Man sagt, ihr würdet euch in dieser Stadt auskennen. Na und?
seht gar nicht aus wie ein Mörder. Ich bin ja auch keiner. Die anderen Zugezogenen vielleicht? Erhold von Tiefhusen, der wohnt etwas nordöstlich vom Marktplatz, und Dirigon von Donnerbach, sein Haus steht direkt am Markt, neben dem Priorstempel. Zu beiden passt ihr Name nicht so richtig, finde ich. Macht 4 Dukaten. Danke sehr. Das ist doch die richtige Einstellung. So, Arbosch setzt sich mal brummelnd an die Spitze. Schließlich könnte es ja auch zu einem Handgemenge kommen. Eine alte Frau. Euch kommt eine alte Frau entgegen, die mit einem Stock den Weg ertastet und sich nur sehr langsam vorwärts bewegt. Als sie neben Rondran steht, stolpert sie ihm in die Arme, worauf sie wüst zu schimpfen beginnt. Mitten in ihrer Tirade klärt sich jedoch ihr Gesicht. Ich kann wieder sehen! Ich kann wieder sehen! Oh, ihr Götter, habt Dank für diesen Wohltäter! Mit großen Schritten und unter lautem Gejubel läuft sie die Straße hinunter. Die Leute um mich herum sehen euch mit einer Mischung aus Vergöttung und Furcht an, bis die alte Dame vor das nächste Haus gelaufen ist. Danach gehen alle wieder ihrer Wege. Das ist eine, irgendwie eine durchaus merkwürdige Stadt. So, hier wohnt dann wahrscheinlich der Herr von Kuslik, Dirigon von Donnerbach. Auf euer Klopfen rührt sich nichts. Es scheint niemand da zu sein. Wollt ihr einbrechen? Jawohl. Und da ist ein Krieger. Das ist... Der zieht eine Klinge und stürzt sich auf uns. Und Rondran fasst das mal wieder als Duellforderung auf. Und heißt die anderen, sich zurückzuhalten. Und die beiden scheinen sich halbwegs ebenbürtig zu sein. Zumindest pariert hier der mutmaßliche Dirigon von Donnerbach zig Schläge und scheitert immer nur an Rondrans Rüstung. Das ist ja erstaunlich. Dabei ist Rondran doch eigentlich schon ein Meister des Schwertkampfes. Da hat er ihn mal wieder erwischt. So, Xania ist jetzt neugierig und will sich mal die Werte dieses Kämpfers anschauen. Ja. Qualitates lectesitis. So, da ist er. Kriegerstufe 10. Oha, 16, 14. Das ist immer deutlich besser. Aber seine Lebensenergie ist fast aufgebraucht. So, Rondran, jetzt gib ihm den Rest. Jawohl! Wollt ihr das Haus nach Beweisen untersuchen? Ja. Ihr findet
etliche Papiere, deren Durcharbeitung euch einige Zeit kostet. Am Ende bestätigen sie, was euch Aetherion erzählt hat. Nur in der Zahl der Mitglieder hat er sich verschätzt. Die neueste Liste spricht von 8 Ordensangehörigen in Gashok, jedoch sind keine Namen und Adressen genannt. Gut. Dokument des Bandstrahlordens. Besondere Vorkommnisse im Monat Raya. In der Nacht vom 4. zum 5. sollte der Müller Aetherion zu Buron geschickt werden. Leider ist er den Flammen entkommen. Jedenfalls sind wir der Spitzohr los. Ein reisender Magier wollte am 9. unsere Stadt betreten. Mit meiner Armbrust habe ich ihn gebührend empfangen. Am gestrigen Tag, dem 16. des Monats, haben wir bei unserer Zusammenkunft das 8. Mitglied aufgenommen. Auch wenn sonst keine Namen erwähnt werden, geht aus den Aufzeichnungen einwandfrei hervor, dass Deregorn das Oberhaupt der Bandstrahlervereinigung war. Na, siehst du wohl. Und ihm ist Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Praios zuteil geworden. Hoppla, könnt ihr denn nicht aufpassen oder lernt man auswärts nicht mehr die einfachsten Höflichkeitsregeln? Hä? Verzeiht mir, ich war unbedacht. Ich hätte selber mehr Obacht geben müssen. Es war ausgesprochen unhöflich von mir, ihr wisst schon. Bloß weil ihr nicht von hier kommt, so etwas sollte man hier nicht sagen. Gehabt euch wohl. Verschwindet aber schnell. Ja, okay. Wir wollen ja gerade in ein Gasthaus einkehren. Man kredenzt euch ein wahrlich erlesenes Menü, bis ihr alle satt seid. Das ist ja hervorragend. So, Xania wird nochmal ein bisschen meditieren. Eine Tanele einnehmen. So. Gute Nacht. 13. Wow. So. Dann sind wir, können wir eigentlich ja mit dem Müller Aetherion nochmal sprechen. Schließlich haben wir ihn gerecht. Als ihr Lichtung erreicht, kommt euch Aetherion entgegen. Ich habe es schon gehört. Ich möchte euch vielmals danken. Bitte kommt doch herein. Na, da ist er auf einmal ja ziemlich freundlich, der nette Aetherion. Was kann er uns denn mal erzählen über Elfen? Elfen besaßen einst großes Wissen über den Bergbau. Weil sie es aber nicht niedergeschrieben haben, ist dieses Wissen für immer da verloren. Salamandersteine? Was gibt's in den Salamandersteinen denn Interessantes? Leider reicht mein Wissen hierzu nicht aus, um euch weiterzuhelfen. Was wisst ihr denn über den Salamanderstein? Ich weiß nur, dass er des Ingrims ist, aber da bin ich mir sicher. Und er soll keinen Spaß verstehen, was seinen Besitz angeht. Aha. Sternschweif? Wisst ihr etwas über Sternschweif? Habt ihr auch noch andere Interessen? Selbst Frohheit wüsste darauf keine Antwort mehr, bestimmt. Zwergenbinge? Ich würde jetzt ist ein Themenwechsel angesagt, davon weiß ich nichts. Ich gehe zurück zu meinesgleichen. Nehmt diese Waffen zum Zeichen meiner Dankbarkeit. Ich benötige sie nicht mehr, denn ich habe sie als Werkzeuge meiner Rache gemacht. Ah ja, er hat uns also irgendwelche kostbaren Waffen übergeben. Das Schwert des Aetherion und den Bogen des Aetherion. Das klingt doch schon mal vielversprechend. Und mal sehen, Langbogen 5 bis 10, Bogen des Aetherion 7 bis 12. Ja, das ist ja mal eine schöne Verbesserung. Dann wollen wir doch mal gleich Mirel einen wahren Elfenbogen in die Hand geben. Und das Schwert des Aetherion 6 bis 11 und 3 an minus 1, 5 bis 10. Oh, leicht beschädigt.
und 2 und 0. Dann wollen wir doch mal. Dann legt. Dann wird Rondaran hier erstmal den Schleifstein benutzen, um das neue Schwert einzuweihen. So. Und legt es dann auch gleich an und hat damit 17,7. Und Nerea sollte eigentlich nochmal ein Schwert bekommen. Ihr benutzt auch nochmal den Schleifstein. Ach so, das. Genau. So hatte ich mir es gedacht. Nerea kriegt das Kurzschwert. Und Mirel kriegt dieses magische Schwert hier. So, genau. Ja. Genau, also auch 16,8. Das sind schon mal ziemlich ordentliche Werte. Und Nerea hätte 10,6. Naja, gut. Dann können die Helden sich zur Nachtruhe gleich begeben. Das war fette Beute. So, und noch einmal ein paar Kräuterchen verkaufen. Die Krötenschemel, die können weg. Oh, Tonnis haben wir gefunden, das ist praktisch. Und die Ruga-Wurzel brauchen wir auch nur zweimal. Ja. Gab's hier auch noch eine Krämerin? Ja. Eine Schmiede gab's, ne? Da ist ein Krämer. Ah ja, wunderbar. Dann wollen wir doch nochmal gucken. Nee, das passt soweit. So, dann können wir uns jetzt vorbereiten, weiter zu reisen. Also noch einmal die Schmieden besuchen. Oder den Schmied. Und hier ist er. Rowena Pausbiaken. Für Spitzohren tue ich gar nichts, damit das mal klar ist. Das ist eine Unverschämtheit. Wird Mirel sich mal unsichtbar machen. Mit Visibli Vanita. Visibili Vanita. Mirel wird unsichtbar, das heißt, sie umgeht alle möglichen Kämpfe. Ja, aber das scheint nicht auf Schmiede zuzutreffen oder Schmiedinnen, so.
Okay, sie ist eine Zwergin. Und dann wollen wir mal gucken. Okay, das nur dieses Schwert. Das Schwert zu reparieren müsstet ihr schon 6 Dukaten locker machen, meine Schmiedin. Ja, ist in Ordnung. 20%. Aber heute wird das nichts mehr. Kommt am besten morgen wieder. Okay, das werden wir tun. Dann werden wir uns nochmal zur Ruhe begeben und dann aufbrechen. Dort oben ist ihr Zimmer. Lass los, macht schon! Da sind die Mörder! Was? Tötet sie! Die haben es nicht besser verdient! Tötet sie! Sie sollen eine Chance zur Verteidigung bekommen. Also wir. Euch wird vorgeworfen, einen Mitbürger unserer Stadt ermordet zu haben. Haltet ein! Die Fremden haben Beweise, dass Deregorn der Anführer der Bandstrahler ist. Habt ihr nochmal Glück gehabt, aber lasst euch hier besser nicht erblicken. Na, das war ja eine nette Unterbrechung unserer Nachtruhe. Also dieses Örtchen hier hat's wirklich in sich. Wir wollen hier nicht mehr länger verweilen, sondern aufbrechen. Noch einmal das Schwert abholen und dann werden wir flugs diese merkwürdige Stadt verlassen. Haben wir jetzt verlaufen hier? Oh ne, jetzt müssen wir die Gruppe wieder trennen. So. Hier, bitteschön, da habt ihr euer gutes Stück wieder. Dankeschön. So. Dann sind wir ausgerüstet, werden noch einmal speichern und weiterziehen. Also der Freiheitsgrad in Sternschweif ist nicht so groß. Der ist nicht so groß wie in der Schicksalsklinge, aber wir haben durchaus gewisse Wahlmöglichkeiten. Wir könnten jetzt die Hauptqueste verfolgen und uns gen Lovan aufmachen. Wir werden allerdings erstmal den Nebenstrang der Fexkirche nachgehen. Das heißt, wir reisen jetzt weiter Richtung Tiefhusen. Dort soll ja die Axt, die Wurfaxt Sternschweif, die namensgebende Wurfaxt dieses Spiels, gestohlen worden sein aus einem Fextempel. Und wir werden erstmal diesem Strang nachgehen. Und dazu werden wir einen kleinen Umweg machen durch einen Zweltsumpf, aber das machen wir im nächsten Video. Bis dahin.